Moin Moin und herzlich willkommen, liebe Leute. Let's Play Alice 17 Nordfriesischen Marsch 3.1 in der Vierfachversion. So, und heute mal kurz mal einblenden. Und zwar natürlich erstmal schon mal wieder vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Und zwar Webcam und Greenscreen. Ja, tatsächlich, ich überlege eben jetzt auch in Zukunft ab und an, regelmäßig, öfters, manchmal, wie auch immer, mit Webcam Folgen aufzunehmen oder zu streamen. Und ja, wenn ihr mich da unterstützen wollt, natürlich gerne einen Euro in den Pott hauen. Und nochmal zur Erklärung, das Ziel ist, wirkt erstmal ziemlich hoch, ist aber tatsächlich so, dass wir es ja zweimal brauchen, weil meine Frau hat auch da Lust dazu, und dann ab dem Zweifel brauchen wir natürlich beides. Wir brauchen dann zwei Webcams, wir brauchen zweimal Greenscreens, und dementsprechend wollen wir uns ein bisschen was Ordentliches gönnen mit eurer Hilfe. Und ja, wie gesagt, dann könnt ihr uns hier dann tatsächlich auch bald in echt sehen. Also wer noch Bock hat, was dazu zu packen, Möglichkeit unten natürlich in der Videobeschreibung, ist ein Tippi-Link, und da habt ihr die Möglichkeit natürlich Euros zu spenden, je nachdem wie ihr Lust und Laune habt, wie ihr könnt und Bock habt. Vielen, vielen Dank für jeden, der dann Euro in den Pott wirft, auf jeden Fall. Und neuerdings gibt es auch die Möglichkeit, wobei ich noch nicht weiß, ob das wirklich Sinn macht und lohnt, ist Crypto-Mining. Das heißt, wenn ihr irgendwie Videos guckt und ein bisschen Prozessorleistung über habt, könnt ihr da ganz einfach das starten, und im Hintergrund, ja, werden Kryptowährungen gemeint. Sozusagen, ihr stellt ganz einfach ein bisschen Rechnerleistung zur Verfügung, die ihr sowieso dann in dem Moment nicht nutzt, weil das Programm weiß oder merkt, wie viel benutzt wird und wie viel es abgegeben wird. Und ja, also würde mich freuen, wenn ihr das einfach mal anschmeißt und mal testet. Und ich werde dann natürlich berichten, ob da wirklich was zusammenkommt und ob sowas Sinn macht. Wenn da, ich sag mal, jetzt 100 Leute werden sie das Video jetzt angucken, zum Beispiel einfach ihren Prozessor ein Stück weit zu diesem Crypto-Mining zur Verfügung stellen, ob das Sinn macht, ob dann Euro zusammenkommt oder nicht. Das kostet euch sonst ja nichts. Wäre mal ganz interessant, ist komplett neu die Möglichkeit. Ich kenne es bisher auch noch nicht und werde natürlich euch da auf dem Laufen halten, ob das Sinn macht oder nicht. Das kostet nichts, man muss sich nur anmelden, zum Beispiel mit seinem YouTube-Account. Der Link ist auch bei TippiStream, Erfahrungsmöglichkeit Crypto Mining. Und da gibt es nachher, soll es dann zumindest auch so eine Art Rangliste geben, wer da am meisten Rechnerleistung zur Verfügung gestellt hat oder am längsten. Also ich sag mal, auch ein schwächerer Rechner kann natürlich da mitspielen in einem oberen Bereich, wenn er länger an ist. Natürlich sind die neueren Rechner mit größeren Prozessorleistung, da kann tatsächlich was zusammenkommen. Also ich bin mal gespannt, und wie gesagt, habe keine Ahnung, ob da wirklich ein Euro zusammenkommt oder ob das alles nur Spielgeld ist und Blödsinn ist. Das werde ich euch natürlich dann auch berichten, und dann werde ich die Zahlungsmethode vielleicht auch wieder rausnehmen. Aber ansonsten ist es eine Möglichkeit auch für, ja, jüngere Leute, die natürlich nicht irgendwie Taschengeld opfern können wollen, und auch andere Leute, die sagen, nö, spende nix. Es gibt auch mega viele Leute, ne? Ihr wisst es, liebe, gerade diejenigen, die schon was reingeschmissen haben, immer vielen, vielen Dank. Sei es der Rechner gewesen, was ihr ja auch schon mitgetragen habt, Anfang des Jahres das Lenkrad, und jetzt zum Ende des Jahres dann vielleicht ein, wie gesagt, Webcam und Greenscreen. Und das Ganze in zweifacher Ausführung. Ich muss mal gucken, vielleicht bestellen wir schon die erste Ausführung, wenn wir die erste Hälfte zusammen haben. Das ist durchaus möglich und denkbar. Wir müssen ja nicht warten, bis das Ziel komplett erreicht ist. Aber das müssen wir gucken, wie wir es auch hinkriegen. Und von daher würde ich mich freuen, wenn ihr mich da unterstützt. Sei es, wie gesagt, in direkter Form oder über das Crypto Mining. Auch in indirekter Form, ohne wirklich einen Euro dafür auszugeben. Bin gespannt auch. Schreibt es mal in die Kommentare, was haltet ihr von dieser neuen Möglichkeit, die es da gibt. Werdet ihr sie mal versuchen, mal testen, oder sagt ihr, ne, das ist alles Blödsinn, da mache ich nicht mit. Ist auch völlig in Ordnung. Ne, das ist alles, ist eine freiwillige Veranstaltung. Und mehr will ich damit auch gar nicht nerven. Aber für ab und an mal erwähnen, ne, das kann mal nicht schaden. Denn, ja, bevor jetzt wieder eine Frage kommt, Alice 19 wird mit Sicherheit auch eine nordfriesische Marschmap kriegen. Ich hoffe zeitnah. So, hier von da nochmal die ersten Runde. Und dann erstmal gleich nur mit einem Cosplay-Kurs aufnehmen vielleicht. Oder sollen wir die beiden mit Follow Me denken? Nee, dann können wir auch gleich beide wieder mit Follow Me mitnehmen, oder? Können wir gleich 80 Rinder verkaufen. Rinder bringen im Verkauf ja nicht ganz so viel Geld. Startpoint wäre dann hier. Ich denke, einige Leute haben tatsächlich Lust, mal zu sehen,
wie es ist, wenn ich vor der Webcam sitze. Andere wiederum, denen ist das wahrscheinlich egal. Und wieder andere sagen, dann müssen sie im Post-Trip oder was war das, ne? Dieses hier, diesen Cam-Bereich abkleben. Aber ich glaube, so schlimm wird es schon nicht werden. Ja. Von daher. Manchmal denkt man sich ja ganz anderes, als es in Wirklichkeit ist. Wie gesagt, das kann positiv oder auch negativ sein. Ich hoffe natürlich nicht zu negativ, aber werden wir sehen. Werden wir früher oder später sehen, denn irgendwann ist das Ziel voll, da gehe ich ganz stark von aus, ob das jetzt noch einen Monat oder ein halbes Jahr dauert, das ist einfach so. Und mal gucken. Bin echt gespannt, wie ihr da mitzieht und wie ihr da Bock drauf habt. So, Kursaufzeichnung beginnen. Machen wir das von hier aus. Kommt der andere mit? Kommt er. Rinder verkaufen. Viehhandel. Viehhandel. War schon ziemlich eng die Kurve, aber der andere kommt mit. Wir müssen mit dem Follow Me so ein bisschen aufpassen, natürlich in der Kurve. Wir müssen den immer an uns rankommen lassen, damit er auf dieser Abstandsfahrt gerade so ist, weil sonst haut er uns natürlich bestimmt in der nächsten Kurve hier in die Leitplanke und dann sind wir ihn los. Wäre im Zweifel auch nicht ganz so schlimm, wir können wieder zurückfahren, aber wäre irgendwie blöd. Deswegen, wenn wir hier wegfahren, ruhig immer wieder ein bisschen langsamer werden in den Kurven, damit er rankommt. Ansonsten bin ich ja ein bisschen skeptisch auch, was dieses Crypto-Mining angeht. Ich glaube, man braucht schon krass viel Rechenleistung, damit überhaupt ein Euro zusammenkommt. Und deswegen keine Ahnung, ob es Sinn macht. Aber wenn ja 50 oder 100 Leute, die jetzt gerade das Video gucken, nebenbei sich denken, ja komm, die 15 Minuten kann ich ihm auch ein bisschen Prozessorleistung zur Verfügung stellen, dass da im Hintergrund was produziert wird, ohne Risiko, ohne Kosten, keine Ahnung, also ohne direkten Kosten. Natürlich, wenn ein Prozessor läuft, braucht ein Prozessor natürlich auch einen Strom, das ist klar. Und so kostet es indirekt natürlich auch wieder was. Wenn man, ja, muss man ja auch bedenken, ne? Ich habe keine Ahnung, wie viel Watt Unterschied das macht, ob ein Prozessor, sag mal, im Schlummermodus ist und vor sich hin dümpelt, weil man nur YouTube-Video guckt, oder was ein Prozessor denn verbraucht, wenn man eben viele Anwendungen laufen hat, spielt, Videos rendert, ne, und alles Mögliche macht. Keine Ahnung. So gut kenne ich mich technisch da nicht aus. So, aber ich wollte ja nicht mehr davon schnacken. Wir wollen Kühe verkaufen. Einige werden denken, ja, mach doch Fleisch. Nein, komm, wir holen es. Wir haben so viel Paletten. Wenn wir das alles zusammenholen, haben wir eh die ganze Woche zu tun. Bis zum Wochenende. Und dann können wir vielleicht mal anfangen, darüber nachzudenken, ob endlich mal was zu verkaufen. Machen wir das in zwei Kursen? Ich würde sagen, haben wir ihn verloren? Ne, noch haben wir nicht verloren. Passt auch gerade noch so. Hätte ich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, jetzt ist es um ihn geschehen. Das ist ganz gut, dass wir von hier rankommen. Wir würden dann jetzt gleich dem Folgenden erstmal sagen, stopp, bis hier noch nicht weiter so ungefähr. Können wir ihn stehen lassen. So, einmal rückwärts. Reicht sogar gerade so, Glück gehabt, hätte ich nicht gedacht. So, 3000 pro, ne? Ja genau, also 120.000, eine Anhängerladung voll. Die nächste Anhängerladung, mit der haben wir dann tatsächlich schon
das Ganze wieder reingeholt. Also hier machen wir jetzt ein Pausezeichen. Dann fahren wir, ach nee, dann müssen wir wieder vorwärts fahren. Dann fahren wir hier vorne rum. Dann fahren wir wieder weg. Pausezeichen ist eigentlich dafür da, dass wir es jetzt doch in einem Rutsch aufnehmen und nicht zwei Kurse draus machen. Ich würde aber dann den auch wieder mitziehen mit Follow Me zurück, weil, ja, bietet sich doch an. Es wird kein Menü angezeigt, ne? Einfach Taste R drücken. Und nochmal 120 Rinder verkaufen. Damit. So, 16:30. Es wird langsam wieder hell. Und ja, am Wochenende sind die Zeiten, ne? Die Uhren wieder umgestellt worden. Leidiges Thema. Schön war aber. Oh Gott, jetzt muss ich erstmal einen Schluck Wasser trinken. War nämlich am von Samstag auf Sonntag auf dem Geburtstag, 40-jähriger Geburtstag. Und ja, gab ein bisschen Schnaps dementsprechend gestern. Aber glücklicherweise war eben Zeitumstellung und ja, hat natürlich ganz klar den Vorteil, hätte ich nicht da abbiegen wollen. Ja, dass man eine Stunde Schlaf mehr hat, aber trotzdem war es relativ wenig Schlaf und ja, war ein anstrengender Abend auch. Sorry. Und zwar, wir waren in der Lasertag Arena. Wer hat das von euch schon mal gemacht? Lasertag. Ähnlich wie Paintball, eben nur mit Laserkanonen, ein bisschen anders. Also ist eher, ja, ich sag mal, mehr Computer gestützt das Ganze. Ganz lustige Geschichte, aber hätte ja nie erwartet, dass es so anstrengend ist. Heftig. Also schreibt mal rein, wer von euch war schon mal in der Lasertag Arena, wer da schon mal gespielt und ja, wie habt ihr so abgeschnitten, wie hat es euch Spaß gemacht? Würde mich interessieren. Also ich habe, also wir hatten einen da, das war, also weiß ich nicht, ich habe ihn nachher mal gesagt, der Tank, also ein stämmiger Typ, der das aber regelmäßig spielt. Der, ich sag mal, ein Hobby. Ein Samstagabend beginnt eben damit, er geht in diese Arena, kennt da glaube ich auch den Inhaber oder was auch immer, Mitarbeiter. Und spielt denn da eigentlich die ganze Zeit mit. Und der war übermäßig gut. Der kannte aber auch alle Tricks und ja, die wir als Anfänger so nicht kannten. Das ist ja, man muss sich vorstellen, eine 1000 Quadratmeter große Halle. Da sind überall Wände aufgebaut, alles ein bisschen schwarzlichtmäßig, mit Verschachtelung, mit irgendwelchen Durchschussmöglichkeiten, mit Sichtbereichen und so weiter und so fort. Und dann gab es noch so ein paar an den Wänden, so ein paar extra Ziele, die man abschießen konnte mit seiner Laserkanone. Und man kriegt ja dann extra Punkte und natürlich, wenn man aus dem gegnerischen Team jemanden abgeballert hat, kriegt man extra Punkte. Wenn man aus dem eigenen Team jemanden abgefeuert hat, gab es Minuspunkte. Und dann gab es halt auch so zwei Monitore noch verteilt. Da liefen immer so extra Punkte durch oder Unverwundbarkeit oder schneller Schuss. Und der Typ, der kannte sich natürlich mega gut aus. Der wusste genau immer, wo muss er hin, von welchem Winkel erreicht ihn welcher Monitor und holt sich die ganze Zeit eigentlich Unverwundbarkeit und schnellen Schuss und ballert alle ab. Ich sag mal von den Punkten her. Unser Team, also es waren drei Teams, bei uns im Team, wir kamen, also in der ersten Runde hatte ich knapp 10.000 Punkte. Der nächste im Team irgendwie 8.000 und so weiter, wir waren ein Fünfer-Team. Da hatte ich schon mal Glück, ich war tatsächlich in unserer ersten Runde in unserem Team, alles Noobs, ja, Erster geworden, in den Schlechten sozusagen. Und der Tank hatte in der ersten Runde fast 60.000 Punkte. Da dachte man schon, alter Schwede, was ist das denn für ein Typ? Aber dann hat er uns immer ja von Runde zu Runde ein paar mehr Tipps verraten. Das war dann eben, wie gesagt, mit diesen Monitoren und keine Ahnung. Aber selbst dann, also ja, ich sag mal, unsere beste Runde nachher, oder meine, war irgendwas mit 15.000 Punkte. Ich habe viele getroffen und viele von diesen extra Zielen geholt. Außerdem, The Tank hatte dann seine beste Runde am Abend, hatte 89.000 Punkte. Also er spielte in einer anderen Liga, ganz klar, weil er kennt das, er weiß genau, wo er laufen muss. Hat auch eine, merkt man eben auch, man merkt mit der Zeit, wie hoch muss ich die Laserkanone halten, damit ich den Gegner auch gut treffen kann. Ne, sonst schießt es ein Stück zu hoch, zu weit rechts, zu weit links, kann ja alles Mögliche sein. Und von daher, das merkt man erst nach ein paar Runden.
Hatten wir zwei unterschiedliche Modus gespielt, einfach, ich sag mal, drei Teams und dann gegeneinander. Das ist so anstrengend, gerade am Anfang, wenn man da richtig läuft und in Deckung geht und Stellung bezieht so ungefähr und versucht, teamtechnisch ein bisschen den Rücken frei zu halten und sowas. Aber da man noch nie zusammen gespielt hat, meistens hat sich nachher verlaufen und jeder ist irgendwie allein unterwegs gewesen. War nicht unbedingt von Vorteil, manchmal aber auch nicht von Nachteil. Aber wie gesagt, auch die eigenen Teams haben einen häufiger, glaube ich, getroffen. Manchmal denkt man sich auch, wer hat mich denn jetzt getroffen? Ich sehe hier doch niemanden und ja, man war da in einer anderen Ecke. Und ja, man hat sich immer nur gefreut, wenn man denn The Tank mal erwischt hat und ihm da mal ein bisschen die Tour vermasseln konnte. Dass er nicht die ganze Zeit einfach nur Punkte macht, sondern vielleicht auch mal eine Runde hatte, wo er nur 49.000 Punkte hat. Man selbst aber dann wieder irgendwie nur, weiß ich nicht, vielleicht Zweiter bei sich im Team war mit vielleicht irgendwie 9.000 Punkten. Ja, und von daher, bockt schon, ist mega anstrengend. Ich habe echt, also heute ein bisschen Muskelkater an den Beinen. Und danach haben wir dann angefangen zu trinken. Das war dann aber, danach war auch schon 12 und dann ging das ungefähr bis 3. Dann haben wir 3 Stunden nochmal Gas gegeben. So. Aber war auf jeden Fall ein gelungener Abend und mal was ganz anderes. Und wie gesagt, Nachbarschaft hier. Das ist auch eine ganz gute Nachbarschaft zum größten Teil. Alles sehr nette Familien, die wir hier in der Gegend haben. Und von daher macht dann sowas auch Spaß. Man hat einen netten Schnack, ne, ein kleines Getränk und vorher auch noch eine richtige Sporteinheit. Also ich habe mir das viel leichter vorgestellt. Man hätte eigentlich, was einige wussten das, die haben das auch schon mal gespielt. Auch in unserem Team war einer dabei oder so, die haben das schon mal gespielt. Man hätte geschickterweise vielleicht auch einfach richtige Sportkleidung anhaben sollen. Also ich war natürlich mit Jeans da, die erste Runde noch mit Pullover, der kam natürlich dann sofort weg. Das ging gar nicht mit Pullover, das war sofort komplett am Schwitzen. Und dann eben T-Shirt und Jeans ganz normal, auch warm und wesentlich bequemer und beweglicher ist man natürlich, wenn man einfach nur eine kurze Sporthose anhat. Und das wäre auch warm genug da drin gewesen, also daran hätte es wohl nicht gescheitert. Aber gut, wusste ich nicht, dass es so heftig wird. Und von daher, ja, ist man nach. Das ist ja wie immer, ne? Also hinterher, ups, wollte mal einen Ballen flippen. Hinterher ist man ja immer müde. Aber Lasertag insgesamt kann ich es empfehlen. Macht Spaß, all diejenigen, die sowas mögen. Ich bin gespannt auf eure Kommentare, wer das von euch auch schon mal gemacht hat und wie ihr es gefunden hat. Würde mich freuen, wenn ihr da mitmacht. Und dann sehen wir uns am morgigen Mittwoch um, würde ich sagen, 12 Uhr wieder. Bis dann, vielen Dank und tschüss.